Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Programm von FS2. Ein neues Abenteuer der Besatzung der Mondbasis Alpha 1 steht jetzt anschließend auf dem Programm von FS2. Um 19.15 Uhr haben Sie, meine Damen und Herren, wieder mal Gelegenheit, ein Bild zu ersteigern, wie Sie soeben gehört haben. Es ist ein Bild von Herwig Lehner, Maria Wörth. Nach der Zeit im Bild übersiedeln wir um 20.15 Uhr nach Bad Mitterndorf im steirischen Ausseerland. Dort heißt es heute, a Gaudi muss sein mit Franz Steiner, dem Original Dachstein-Echo, den jungen Storsteirern, Hubert Neuper und Rosa Freistetter. Um 21.03 Uhr gibt es in FS2 wieder Familienleben à la Ewings. Titel der heutigen Folge, Gefahr für Sue Allens Baby, eine Geschichte in zwei Teilen. Den zweiten Teil zeigen wir dann heute in einer Woche. Nach 10 vor 10 beginnt um 22.20 Uhr der Club 2, der heute in Salzburg stattfindet. Die Seele ist ein weites Land. Pro und Contra Psychoanalyse ist eine Diskussion anlässlich des Psychotherapeutischen Forums 1982 in Salzburg über die grundsätzlichen Probleme und die gegenwärtige Situation der Psychoanalyse in Österreich. Gastgeber ist Adolf Holl. Und nun zum Programm von FS1. Das Familienmagazin Wir beschäftigt sich jetzt mit Nachbarschaftshilfe und mit dem sozialen Schutz für Studenten. Nach dem Österreichbild und der Zeit im Bild beginnt um 20.15 Uhr unser WM-Studio anlässlich der alpinen Skiweltmeisterschaften 1982. Eine Bestandsaufnahme unseres Nachbarn zeigt FS1 um 21 Uhr. Deutschland, Deutschland ist ein Bericht von Rubina Möhring und Paul Schulmeister über die Situation des geteilten Deutschland, über die Position in Europa. Neben führenden Politikern und Publizisten wurden auch Literaten und Wirtshausbesucher interviewt und die Meinung von deutschen, französischen und englischen Experten eingeholt. Neues von gestern bietet unsere Videothek um 21.45 Uhr in FS1. André de la Warre besuchte vor 60 Jahren die Südsee, zu einer Zeit, als man dort kaum einen Touristen sah. Aber nicht nur Bali, die Götterinsel, wurde von André de la Warre optisch festgehalten, auch Sri Lanka, als es noch Ceylon hieß, wird von ihm präsentiert. Schlussnachrichten um 22.30 Uhr beenden das Programm von FS1. Soweit unsere Übersicht und jetzt wartet bereits die Besatzung der Mondbasis Alpha 1 in FS2 auf Sie. Viel Vergnügen.